Es ist keine schöne Erinnerung, wenn man 3 Jahre hier dem Haus zugebracht. Aber sonst, das hat sich so verändert, wenn ich jetzt hier bin, der Geruch fehlt, das Türen klappern, die Gittertüren alle offen. Das ist kein Unterschied. Der Riesenunterschied früher. Früher war die Angst da, der Bedrückende. Ich war die falsche politische Einstellung, sagen wir mal so. Ich habe bisher abgelehnt, auch jetzt noch. Ich wollte auch die Seiten wechseln. Das war nicht so. Seiten wechseln? Inwiefern? Ich wollte im Westen damals. Ach, und Seiten wechseln, hört sich besser, feiner an. Das Schlimmste. Meine Schwester war auch hier auch inhaftiert. Und ich habe gehört, dass sie entlassen, dass sie wegkam. Sie war Bundesbürgerin, ich war DDR-Bürger. Sie ist weggebracht worden, ich saß hier noch. Das ist ein Schock. Vorher war Kontakt da, es war nur gedankliche Nähe, aber das ist schwierig. Dann sagt die Schwester, ist weg und bleibst hier sitzen. Mit das gleiche durchgemacht am Reden, denn andere Fremde, also Fremde in Anführungsstrichen, sind nicht böse gemeint, aber die das nicht mitgemacht haben, die sagen, so schlimm war es doch nicht. Das gehen wir 3-4 Tage hier rein. Aber nein, das kann keiner richtig nachempfinden. Das ist schwierig. Ja. Das. Ja. Ja, das ist im Kopf erhalten geblieben. Aber ja, das verblasst diesen jenes, diese kleinen Gemeinheiten, die man hier erlebt hatte und den Betrug von ja, Mitgefangenen, das verblasst mit der Zeit. Aber sonst. Aber das heißt, Sie können wieder hierher kommen in das Haus? Ja, ohne weiteres. Da haben Sie kein Problem. Der Geruch fehlt, dass die Türen alle offen, Schlüssel knallen. Das, der Tongeruch ist anders. Guckt euch das an, stellt Fragen, wie war das? Die jungen Leute können es ja nicht, Erfahrungen selber gemacht haben, richtig bohren, nachfragen, was sie wissen wollen. Aus der Zeit, der damals hier gewohnt hatte, wo Insasse war, wie man es nennen will, damit persönliche Erfahrungen machen kann, Worte hören kann. Die haben sie bloß vom Lesen, geht es schlecht. Wirklich wen kennt, der mal sagt, die kann ich ausquetschen. Der weiß ich mehr, dass er reinversetzen kann.